Yo Deutschrap, 2009 habe ich mit König ohne Krone das erste Mal einen Song von einem Newcomer namens Vega gehört. Das dazugehörige Album Lieber bleib ich broke hat seitdem einen festen Platz in meinem CD-Regal. Damals releaste der Frankfurter noch über Butterfly Music, aber kurz darauf kam es zum Bruch mit seinem damaligen Hausproduzenten und Geschäftspartner Amonex, woraufhin das Label mit den Schmetterlingen die Pforten ein für allemal schloss. Musik machte Vega trotzdem noch. Zusammen mit Hardy Eldor gründete er Freunde von Niemand und nahm als erstes Boska, der auch schon zu Butterfly-Zeiten an seiner Seite war, unter Vertrag. Es folgten Timeless, Johnny Pep, Busy Montana und seit kurzem auch Face, der ebenfalls schon Teil von Butterfly war. Die Freunde haben einiges durch, denn sie standen einmal kurz vor der Insolvenz. Heute sind diese Zeiten vorbei und wir feiern 5 Jahre Freunde von Niemand in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Über 4000 Menschen, viele Gäste, reichlich Schnaps und ich in ihrer Mitte. Ich bin Zino von Backspin und ich bin heute bei 5 Jahre Freunde von Niemand. Kein Problem, ich farme, tanze durch die City. Einfach weil das Hip-Hop ist wie Backspin und Graffiti. Hier wird der ganze Spaß heute starten. Hier, der Merch-Stand steht auch schon. Ja, ist alles ordentlich. Es geht jetzt los. Die ganzen Fans kommen jetzt gleich rein. Mal gucken, wie der Ansturm hier drin wird. Auf jeden Fall krasse Aufregung, Alter. Hast du gesehen, ja. Diese Schlange, wenn du rausguckst, Bruder, diese Schlange ist einfach Kilometer weit. Ihr wisst Bescheid. Wir haben uns letztes Mal beim Out for Fame getroffen. Was seitdem passiert, Digga? Seitdem war ich ganz, ganz viel im Studio. Hab an meinem neuen Album geschraubt, was ihr nächstes Jahr kaufen könnt. Ich denke, so Frühjahr wird es werden. Mhm. März, April. Vielleicht schon ein bisschen früher, man weiß nicht. Ich bin gerade dran, so die finalen Sachen zu machen. Aber geht bald wieder mit los. Mit so Master und alles erst, ja. Songs stehen soweit und jetzt besprechen wir dann, wie die Promo läuft und so weiter. Du kennst es ja. Seit Sommer? Mhm. Nicht viel. Wie gewohnt, nicht viel. Nee, ich bin im Studio. Ich habe jetzt drei neue Jungs, Produzenten. Die sind bei uns da am Freunde von Niemand über die Grenze Studio haben wir jetzt ja. Und da gibt es so verschiedene Räume, wo auch noch mehr Produzenten sind. Und mit denen bin ich jetzt ein bisschen am Rumtüfteln, rumprobieren. Naja, 5 Jahre Freunde von Niemand. Ich arbeite seit Tag 1 mit den Jungs zusammen. Und jetzt machen sie ihr eigenes Ding und Kick-Off-Party, großes Event. So wie ich gehört habe, 4000 Mann in der Jahrhunderthalle hier in Frankfurt. Und das ist amtlich. Und da bin ich natürlich dabei. Prost, Digga. So, wie kommt es, dass ich euch beide zusammen vor der Kamera habe eigentlich? Boah, hinter der Kamera sehen wir uns extrem oft. Wir sind so vor der Kamera echt noch nicht so oft aufgetreten. Das stimmt tatsächlich. Sampa ist ein Bruder seit vielen Jahren, ehrlich gesagt, kennen wir uns. Ne? Also, ich hatte das Gefühl, so, weil er so jung ist, dass ich ihn so irgendwie in seiner Kindheit gefühlt kennengelernt habe. Bruder, sag mal, wie lange ist her? 4 Jahre minimum. 5, ja? Ich glaube 5 Jahre. Vor Embryo, kurz vor Embryo. Das ist jetzt, wann ist Embryo rausgekommen? 2012, daran kann ich immer so festmachen. 2012, 4 Jahre, ja. 16 war ich, glaube ich. 16. Oh, krass, Bruder. Ich 16 warst du, Digga? Das ist nice. 21, guck mal, ohne Scheiße. Ne? Du kennst, das war bei uns ähnlich, aber ja. Noch kann ich ja nichts für. Man lernt sich kennen, nach 5 Sekunden, man mag sich oder nicht. Bei ihm war es nach 5 Sekunden, oh mein Gott, kann ich ihn adoptieren, warum muss ich das schreiben? Es war schon irgendwie abzusehen, dass er seinen Weg macht. Jetzt sehen wir gerade hier, wir sehen uns im Moment so einmal im Halbjahr. Ja, wirklich. Er erzählt mir gerade, der Jumper erzählt mir gerade, was bei ihm abgeht. Ich bin so stolz. Alter. Ich meine jetzt mal ehrlich, Alter. Digga, er sieht einfach aus, wie ein Superstar heutzutage aussieht, Digga. So sehen Superstars heutzutage aus und der Sound, der am Ende bei ihm rauskommt aus dem Computer, der ist einfach richtig krass geworden. Ja, Vega hat mich angerufen und gefragt, ob ich kurzfristig vorbeikommen würde als Special Guest und habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe ihn auch eingeladen auf meine Feuerwassertour und so und da hat es leider nicht geklappt, weil er im Urlaub war, glaube ich. Der gute Mann hat sich gebräunt und jetzt schauen wir mal heute. Es gab ja auch diese Zeit bei Freunde von Niemand, wo es wirklich hart war, geldmäßig, wo auch hier und da schon mal drüber geredet wurde. Wie hast du diese Zeit miterlebt? Ey, das war tough. Also die Jungs waren wirklich so Chapeau, dass sie sich da rausgearbeitet haben. Wir haben da natürlich ein bisschen unterstützt, so gut wir konnten, dort, wo wir gebraucht wurden. Letztendlich ist es aber alles auf deren Schultern, sag ich mal, das Gewicht dieser Problematik hat dort gelegen. Und ich kenne sau viele Leute, die an solchen Aufgaben gescheitert sind. Da braucht man viel Charakter und Ehrgeiz und auch so, wie soll ich sagen, menschliche Qualitäten, weißt du? Und das haben die Jungs. Okay, dank Amar stehen wir jetzt gerade hier. Ah, yeah. Du standst gerade auf der Bühne. Amar. Was treibt dich hier hin, Dicker? 5 Jahre Freunde von Niemand. Richtig. Das ist eine der familiärsten Crews, die ich kennenlernen durfte. Und der Busy ist ja
hat enge Bindung mit mir quasi. Und dann bin ich jetzt als Gast hier gelandet. Und ich kenne natürlich auch viele in Frankfurt. Und jetzt treffe ich alte Freunde, die ich lange Jahre nicht gesehen habe. Super, ey, die Crowd ist der Hammer, like always, bei Freunde von Niemand. Ihr wisst, die Fans sind immer böse. Ich bin immer auf die Fick auf den Start und die Scheißpolizei. Ich glaube, so viele kenne dich noch gar nicht. Nee, noch gar nicht. Einmal ja, kurz mein Name ist Aileen, ich komme aus Frankfurt. Ja. Ich mache R&B, Soul, Hip-Hop auf Deutsch. Fühl mich gehetzt, bin so gestresst, sitze fest, was hält mich bloß? Was? Die Fußketten sitzen fest, zu fest, ich komm nicht los. Ja, die Erinnerung quält und fehlt, ich wär so gern back in the... Doch Tatsache ist, dass mir jedes Mal das Leben lehrt. Was bedeutet der Name Freunde von Niemand für dich? Bedeutet für mich vor allen Dingen Eigenständigkeit und harte Arbeit. Und Charakter. Also es ist für mich tatsächlich eins der wenigen Labels überhaupt innerhalb Deutschlands, die Charakter haben, die auch einen Standpunkt haben, meiner Meinung nach, und die wirklich auch diesen, so ein bisschen diesen Indie-Charakter, wir kämpfen uns durch, tatsächlich von Anfang an gelebt haben und auch durchgezogen haben. Das haben weniger eigentlich. Mhm. Also das ist so nach Agro-Berlin, so ich als Berliner sag ich jetzt mal, und Agro-Berlin war ja eigentlich schon sehr Major-Move-mäßig strukturiert, ja. Dagegen ist Freunde von Niemand wirklich so der Haudegen, so. Unter den Independent Labels gewesen, ja. Ich verbinde damit wirklich etwas sehr Familiäres. Wir sind, kennen uns alle schon viele Jahre. Die Fans sind eng mit uns. Das ist krass. Also ich habe in Deutschland keine Bewegung gesehen, die so ist. Vielleicht haben andere Camps viel mehr Fans und auch eine breitere Hörerschaft so. Aber der Kern, der hier ist, ich meine, wir füllen jetzt hier gerade eine Halle mit fast 5000 Leuten. Das ist krank. Freunde von Niemand, was das bedeutet, ja. Wie soll ich sagen, Alter, wir machen schon so lange gemeinsam unser Ding und wir sind einfach ein Team so. Ja, was soll ich da noch groß sagen, so, was das für mich bedeutet? Also, es bedeutet einfach viel. Ne? Der Namensteil Freunde ist sozusagen das Essentielle in dem Labelnamen. Wir haben auf einer professionellen Ebene angefangen zu arbeiten, und aber sind durch harte Zeiten gegangen, und deshalb muss ich sagen, es fühlt sich sehr freundschaftlich an. Ich bin sau gerne in Frankfurt, und man hat auch privat darüber hinaus inzwischen Dinge miteinander, also nicht zu tun, aber man spricht über private Dinge und so. Es ist ein sehr eigentlich freundschaftliches Verhältnis, genau. Ja. Ich war nie gesigntes Mitglied, aber hat starke Bezüge schon immer gehabt. Also zu Jumper, wie gesagt, zu Vega selbst, auch zum ganzen Umfeld, auch Johnny Pep, Bosca, Timey, also eigentlich wirklich fast alle. Keine Ahnung, also wir kennen uns auch seit Anfang, seit meinen ersten Schritte kennen Vega und ich uns gegenseitig quasi. Wir waren auf diesem Beweis-Remix, haben wir vor ein paar Tagen nochmal festgestellt gemeinsam. Stimmt, Digga, ja. Das hat uns das erste Mal so verbunden. Es ist nice, jetzt irgendwie nach 5 Jahren zu sehen, was der junge Mann aufgebaut hat, die Crew dann zusammen. Schon beeindruckend. Ich wurde heute eingeladen, um 1-2 Songs zu spielen. Ich bin so gerne hierher gefahren. Jetzt sehe ich eine ausverkaufte Jahrhunderthalle. Das ist nice. Das gehört man den Jungs von ganzem Herzen. Das heißt zwar Freunde von Niemand, aber das ist wirklich sehr familiär. Das ist eher Familie von nicht allzu wenigen. Das ist sehr familiär. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, irgendwie, dass sie sich wirklich abgrenzen, trotz des Freunde von Niemand. Das ist nice. Das ist voll herzlich. Es ist ein Camp aus Frankfurt, ein krasses Camp, und die einen eigenen Sound haben, ihr eigenes Ding machen und fernab auch von dem ganzen Rap-Medien-Ding so immer existieren werden, denke ich mal. Auch wenn die Medien gar nicht über die großartig berichten, weil ich habe immer das Gefühl, dass sie auch so ein klein wenig unter dem Radar waren. Freunde von Niemand ist für mich auf jeden Fall die intensivste Zeit meines Lebens gewesen. Die 5 Jahre, die ich bei Freunde von Niemand war, waren extrem krass und haben mir so ziemlich alles beigebracht, was ich auf dem Weg als Musiker brauche. Eine extrem lange Historie. Also ich bin von Anfang an eigentlich schon vorher im Umfeld gewesen. Also ich kenne Vega schon seit bestimmt 2010 oder 2009 oder sogar, sogar schon. Größer Hip Vega Ultra auf dem Splash gewesen. Schon seit ich denken kann, habe ich eigentlich mit den Jungs zu tun. Und deswegen ist natürlich mir eine Ehre, dass ich heute hier auch zum Jubiläum meinen Senf dazu geben kann. Es ist wie eine Religion, also Freunde von Niemand ist so, ich würde sagen, so die Onkels des Rap, so die Fanbase. Dieses Freunde von Niemand ist für mich so, wie die Onkels es geschaffen haben, dieses
mehr als nur Fans. Ja. Die sind nah dran, sind mit den Fans Freunde, reisen überall hin. Also für mich ist es schon viel mehr als zweitliga nur Fans. Ich brauche nicht viel zu sagen. FVN ist Family. FVN wird definitiv das letzte Label sein, auf dem ich irgendetwas machen werde. Vega hat mir heute eine Alpha Bomber geschenkt. Dafür küsse ich deinen Nacken. Oder Auge ist auch gut. Auf jeden Fall ein Teil meiner Vergangenheit, so, wenn man so sagen möchte. So. Ich war ja auch gesigned dort und super Vergangenheit auf jeden Fall. Vergangenheit klingt so abgeschlossen. Sag doch ein geiles Werdegang. So war mal. Wie gesagt, auf jeden Fall, ich feiere die Jungs immer noch so. Ich bin immer noch cool mit denen und ich habe jetzt auch gerade heute ist dieses Mixtape von Vega wieder rausgekommen. Da hatte ich auch wieder drei Beats drauf, glaube ich. So. Deswegen immer noch alles cool zwischen mir und denen. Und, Bombe, Dicker. So, was soll man sagen? Meine Verliebertrick, alles, die macht auf jeden Fall die beste Musik. Das ist die allergeilste von mir. Also, Lea, liebe Vega, Bosca, Timey, alle. Naja, guck mal, wenn du jetzt hier rausgehst und du siehst irgendwie 4000 Leute, die durchdrehen, so, das sagt eigentlich alles. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da lieben, wenn die Fassade spielen? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich alle eure Arme seh. Man sollte bei uns wirklich nicht nachsagen können, dass wir schlechte Gastgeber sind. Wir haben ein wenig Schnaps für euch mitgebracht! Hey! Hört ihr so schön? So viele Gesichter, die ich kenne. Das Ding ist, die Leute wissen auch gar nicht, was das für uns bedeutet, Alter. So, das ist halt was anderes. So, das ist nicht so, okay, alles klar, ich bin Casper, ich spiele eh nur vor großen Crowds und gehe raus, sondern für uns ist das erste Mal, so ein Ding hier zu machen. Du warst jetzt einige Jahre weg, was bei dir passiert? Man hat einige unschöne Dinge gelesen, so. Ja. Ja, die waren nicht unschön. Ich war auf der Fakultät, ich habe studiert und jetzt komme ich mit Stipendium wieder zurück. Und, ja, was soll ich dir sagen? Du bist schon seit Anbeginn der Zeit von Deutschrap eigentlich dabei. Seit dem Jahr Null, seit der Zeitrechnung. Ja. Wie gehen so Trends von wegen Cloud-Rap, Trap? Wie beeinflusst das dich bei deiner Arbeitsweise? Also ich höre super viel, weißt du? Aber mittlerweile, ich mache halt meins. So, weißt du? Also ich mache jetzt nicht, jetzt ist Trap in, jetzt mache ich ein Trap-Album und dann ist Cloud-Rap in. Habe ich früher auch nicht gemacht, ne? Also ich habe früher auch eher so Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte und bin dann auch manchmal angeeckt, zum Beispiel Und was ist jetzt, ja? Song, Rap-Song ohne Beat und so, 2003 habe ich das gemacht, so, da war das so, hey, alle waren so, hey, was, das geht nicht und so, ne? Ich habe es halt gemacht, weil es für mich meine musikalische Vision war und so gehe ich eigentlich immer meine Alben an oder meine Musik. Ich habe gesehen, dass du hier hinter den Kulissen auch ein bisschen Fotos gemacht hast mit Chuck und Busy. Blackout 2, ich will aber nichts dazu verraten, also, beziehungsweise ich würde natürlich sau gerne, aber wir haben natürlich einen Promoplan und den halten wir ein. Wir haben erstmal ein paar Pressefotos gemacht. Mhm. Du hast ja gesehen, wie das alles aussah. Es ist auf jeden Fall ein hartes, düsteres Album. Die Jungs hatten mega Spaß, das aufzunehmen. Und man hat auch gesehen, dass denen das gefehlt hat, so dieser Bereich von Hip-Hop. Bruder, wir zerficken ja einfach alles mit Blackout. Es wird so viele Diskussionen geben, es wird so viel Stress geben wegen diesem Album. Wir zerficken einfach. War das für dich jetzt eine Umstellung von diesem Noah-Modus, jetzt auf den Wörter-Kuckuck-Modus zu kommen? Überhaupt nicht. So, jeder, der mich kennt, persönlich oder privat auch, so weiß, dass ich halt der asozialste Typ der Welt bin und zu mir halt immer die schlimmsten Sprüche der Welt ausdenke. Und jetzt habe ich es einfach mal rausgelassen. Und das war sehr lustig. Ich muss auch dazu sagen, dass ich persönlich als Busy Montana, als Künstler auch absolut nicht hinter seiner Homo-Musik stehe. Muss ich dazu sagen, und das weißt du auch, das ist...
ist gar kein Ding. Wir haben uns getroffen. Wir kennen uns, wir wissen, wie wir beide sind. Und ja, das Ding ist, er nervt mich halt immer ab. Was ist das für ein Album? Was hast du da wieder gerappt, Alter? Das ist so, so Weichspielermusik und das klingt so schwul. Und ich kenne dich ganz anders, ja. Aber ich mag das halt auch. Ich habe schon ungefähr 5 Alben fertig. Ja. Aber ich, und warum die jetzt nicht einfach raushauen? Ich habe da so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen an mich, wie soll ich sagen? So. Ich mache schon seit ungefähr 6 Jahren oder so, mache ich so Autotune-Mucke, aber habe das halt lang für mich gemacht. Und jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich fast sagen kann, ich bin genau da, wo ich hin will. So. Mhm. Und ich sammle einfach erstmal noch. Und dann guck ich weiter. Dein letztes Album ist jetzt auch schon ein bisschen her? Auf jetzt, genau, das war im Februar. Ja. Was ist seitdem passiert bei dir? Viel Privates. Ja. Also viel Privates, da geht's rund. Das nächste Album weiß ich noch nicht. Also es wird eins kommen auf jeden Fall, aber wann? Kann ich sagen, ich habe da erstmal ein paar andere Baustellen, die ich abarbeiten muss. Und ich hoffe mal, wenn es schnell geht, dann. Bist du anders diesmal an das Album rangegangen? Hast du andere Themen aufgegriffen und so? Ja, also die letzten Alben waren ja alle ziemlich deep und sehr persönlich. Den Faden habe ich auch nicht verloren, weil das ist Teil meiner Künstlerschaft so. Ja. Aber das geht jetzt ein bisschen mehr nach vorne. Also ich lasse jetzt so ein bisschen wieder den mehr den Frankfurter raushängen, als ich das in dem Album davor gemacht habe. Bei dir wäre es der erste Schritt mit Meilenstein, der wurde getätigt so. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was passiert jetzt? Ballern, 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 ballern. Also einfach mehr Songs machen. Viele Songs machen und gar kein Album jetzt erstmal, sondern einfach nur beißen und den Leuten zeigen, wer ich bin. Meinen Namen raus in die Welt schreien und sagen, Servus, mein Name ist Miese, ich komme aus Frankfurt am Main und hier gibt es viele, viele verschiedene Styles. Dein Album ist jetzt gerade gestern erschienen. Komm, auf ID! Cheers, Dankeschön, Digga. Prost! Man kann da eigentlich noch nicht drüber reden, aber du hast gerade schon gesagt, Studio-Sessions und so. Werkelst du jetzt schon wieder an neuen Sachen? Ja, also es wird nicht nochmal passieren, dass ich nochmal so ein Jahr Pause lasse. So, ich bin auch durch mit meinem ganzen Studium um Arbeitssachen und so. Deshalb habe ich jetzt. Was hast du studiert eigentlich? Ich habe internationale Beziehungen jetzt zu Ende studiert, Master. Und bin damit durch und habe jetzt nur noch Freiraum für Mucke und auch die nötige Finanzierung und alles. Und das heißt jetzt nur noch Mucke und jetzt wird in regelmäßigen Abständen immer neues Zeug kommen. So, und deshalb sind wir jetzt schon fleißig wieder am Werkeln. Ja. Du hast ja zeitweise auch dich eher so dem Rock verschrieben. Nimmst du sowas dann auch auf in deine Albumproduktion? Also jetzt beim neuen Album wird es wahrscheinlich keine verzerrten E-Gitarren geben, so. Also wer weiß. Aber da habe ich halt, ich wollte so ein Album machen, ne? Und das Album ist auch eigentlich fertig. So. Mhm. Es liegt bei mir in der Schublade mit der Achtung, Achtung, so also eine Band, die ich damals hatte. Ja. Ist dann auch und so ein Hip-Hop-Album? Das neue meinst du jetzt? Ja. Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Aber ich habe so ein bisschen so das so den Wunsch, dass es so das Feeling von innen nach außen, von meinem zweiten Album, transportiert mit dem Production Value und der Ausgefuchstheit von uns, von dem letzten Album. Mhm. Also ein bisschen so eine, irgendwie sich da irgendwo in der Mitte zu treffen. Aber das ist jetzt mal so der Wunsch, so gucken wir mal. Das ist ja noch ein paar Monate Zeit. So. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Irgendwas Besonderes? Um ehrlich zu sein, nicht. Weil ich finde, Emotionen kann man nicht wirklich vorbereiten. Mhm. Und diesen Abend wollte ich so, weil ich auch nicht viel spiele. Mhm. Das heißt, ich habe keine große Probezeit, die ich da brauche. Ich habe die Songs direkt im Kopf gehabt. Und alles, was drumherum passiert, soll aus dem Affekt geschehen. So, weißt du? Deswegen habe ich mich da nicht irgendwie großartig mit einem Text oder so vorbereitet. Es passiert auf der Bühne alles. Bist du auch? Ja, schreiben. Es geht nicht weg. Also wie gesagt, ich bin Hip-Hop, seit ich klein bin. Ich hatte es mir vorgenommen, scheiß drauf und war sauer wegen diesem ganzen Boykott. Aber geht nicht weg. Das ist wie einer, der sein Leben lang Fußball spielt. Der spielt auch noch mit 40 in der Schoppenmannschaft. Also der hat auch nicht auch so. Aber da wird noch was kommen. Aber mit richtigen Knall. Diesmal werde ich dann auch bestimmte Menschen suchen, ansprechen, ärgern. Aber alles auf der Hip-Hop-Ebene. Das trenne ich. Also ich brauche einfach einen neuen Anspruch. So, Rappen ist mir zu langweilig geworden. Ich muss das nächste musikalische Ding erreichen. Und ich bin ja auch Produzent, ich mache die Beats. Also ich versuche einfach mich weiterzuentwickeln und ja. Arbeitest du schon an neuen Projekten? Ja, auf jeden Fall. Da kommt sehr, sehr viel, sehr, sehr viele neue Wege, sehr, sehr viele neue Schritte, die ich jetzt langsam plane und vorbereite. Ja, dann noch eine letzte Frage. Und was ist jetzt? Jetzt ist
erstmal heute Abend hier auf die Bühne und dann ist neues Album machen und dann schauen wir mal. Alles klar. Warum nicht? Ich habe vorhin von Sino Beckfilm, habe ich erfahren. Es gab ja schon vor längerer Zeit ein Versprechen von Vega. Damals bei Vincent. Oh, ich mache einen Headspin, wenn ich Top 10 charte. Und es gab ein neues Versprechen. Ich weiß gar nicht, was die Bedingung war, aber du hast die Bedingung erfüllt. Und das war, ich mache eine verfickte Schlange in der Jahrhunderthalle. Ich hab die Schlange von dir schon ein, zweimal gesehen. Im Berliner Ostbahnhof, beim Josso in Altenstadt und jetzt in der verfickten Jahrhunderthalle. Okay, ich sag dir so, erstmal richtig, richtig link von dir, dass du mich damit überfällt. Aber ich sag dir eine Sache, ich scheiß drauf. Ich mach eine Schlange. Ich brauch dafür zwei Sachen. Ich brauch einen guten Hip-Hop-Beat. Und ich brauch Strobolicht, weil ich schlage sie immer nur mit Strobolicht. Okay. DJ Pro macht einen guten Hip-Hop-Beat und die Fergie macht den lockeren Strobolicht da hinten, Alter. Let's go! Schlange, 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 Schlange. Alle klatschen zur Beat. Emotionen. Ich kann nichts sagen. Ich war der Hammer, echt. Bam! Es war für mich der beste Auftritt, den ich jemals erlebt habe. Also nicht nur von meinen Auftritten, von allen Auftritten. Bruder, es war unglaublich. Unglaublich, Bruder. Die Leute geben so viel Liebe, ich kann es in Worten nicht fassen. Ich stelle dir jetzt noch eine Frage, dann bist du entlassen. Was bedeutet Freunde von niemand für dich, Bruder? Bruder, das ist mein Lebensinhalt, Bruder. Das ist alles, was ich mache, Bruder. Das ist alles, was ich bin. Diese Leute sind alles, was ich bin, Bruder. Dankeschön, dass ihr hier seid, Bruder. Dicker. Dankeschön, sehr dass ihr da Abend. Danke, dass sehr ihr so gut. Ich küsse eure Augen. Ihr seid der Grund, warum ich das mache. Ich mache das alles für uns. Viel Spaß mit deiner Familie, mit deinen Freunden, Dicker. Danke. Hau rein, ciao. Backspin.